Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute mal mit einem Review und zwar zum neuen Set 75226, dem Inferno Squad Battle Pack. Das Ganze ist bekannt aus dem Spiel Star Wars Battlefront 2 und ja, normalerweise gibt es das erst ab dem 16. Januar. Es ist bisher nur bei Lego zu bestellen. Sonst bei anderen Plattformen, wie gesagt, erst ab dem 16. Januar. Und ja, ich werde das Ganze jetzt erst einmal bauen und danach werde ich euch das ganze Set zeigen. Bis dann. Da bin ich jetzt wieder. Der Zusammenbau hat ungefähr 10 Minuten gedauert. Also, ja, geht ziemlich schnell. Dafür haben wir hier ein Battle Pack mit wirklich sehr schönen Figuren. Also, Battle Packs sind ja eigentlich mehr dafür da, um sich leicht an Figuren ranzukommen, weil ich glaube nicht, dass man sich irgendwie groß Battle Packs kauft, um an die Fahrzeuge ranzukommen, weil die ja meistens jetzt nicht ja so besonders sind. Nichtsdestotrotz kommen wir trotzdem noch da später zu, aber ich möchte erstmal mit den Figuren beginnen, die wirklich sehr schön sind in diesem Set. Und ja, als ich gesehen habe, dass es rauskommt, wollte ich das natürlich auch ziemlich schnell haben, weil ich das Spiel ja gespielt habe und somit auch den Story-Modus und deshalb weiß ich natürlich auch, was der Inferno Squad ist. Und ja, das Ganze ist eine Spezialeinheit der imperialen Armee. Angeführt wird diese von Aiden Versio. Diese Figur sehen wir gerade vor uns. Und ja, diese Figur hat eine etwas dunklere Hautfarbe als die normalen Köpfe. Können wir mal zum Vergleich sehen. Also etwas dunkler. Und ja, mir gefällt es ziemlich gut, dass die Köpfe hier anders sind. Also ein Versio hat halt, ja, muss schon einen anderen Kopf so haben. Vor allem, weil hier auch kein Helm für sie dabei ist. Das heißt, es ist schon praktisch, dass sie nicht irgendwie einen normalen Klonkopf oder so bekommen hat. Jedoch haben die anderen Figuren auch andere Köpfe. Also da wurde nicht unbedingt dran gespart, wie wir sehen. Das ist auch ein neuer Kopf, soweit ich weiß. Und ja, bei dieser Figur ebenfalls. Also das sind auch schon, also ich weiß nicht, ob er komplett neu für das Set ist, aber es wurde auf jeden Fall darauf geachtet, dass es ziemlich gut zum Spiel passt. Und ja, wir haben trotzdem noch, wie ihr gerade schon gesehen habt, hier bei der vierten Figur, die hat einen normalen Klonkopf. So, das liegt daran, dass im Spiel nur drei Inferno Squad-Mitglieder drin vorkommen und nur in der Hintergrundgeschichte, so habe ich das irgendwie mitbekommen, gibt es noch ein viertes Mitglied. Deswegen gibt es hier wahrscheinlich ein Gesicht, was jetzt nicht spezialisiert ist, sondern nur Standard ist. Aber trotzdem sind es sehr schöne Figuren. Wir sehen bei Aiden Versio ist der Torso noch ein bisschen anders. Hier oben mit so ein bisschen Rot. Und auf der Rückseite auch. Und ja, das Haarteil ist auch passend gewählt für sie. Und das Ganze ist noch mit einem Drehgesicht. Auch sehr schön. Und ja, hier diese Figur ganz normal, bedruckter Gürtel, sage ich jetzt mal. Da ich das schon anspreche, es gibt hier nämlich Figuren, genau zwei, die haben hier noch so einen 3D-mäßigen Gürtel, wie ihr vielleicht sehen könnt. Kennt man sonst vielleicht nur so von Custom-Teilen, die man sich sonst so irgendwie besorgt. Aber das ist jetzt wirklich bei diesem Set bei gewesen, so 3D-mäßige kleine Gürtel. Das gefällt mir wirklich sehr gut an diesem Set, dass die hier drin sind. Die machen die Figur nochmal so ein bisschen, ja, lebendiger. Ich finde es einfach schöner, wenn es nicht nur bedruckt ist, sondern auch so ein bisschen hervorsteht, so wie bei diesen Figuren hier. Dann finde ich die Helme auch sehr schön gelungen. Diesem Rot und so, das sieht einfach gut aus. Und ja, nur hinten ist halt leider so ein bisschen offen, aber gut. Ja, ich finde es jetzt nicht so dramatisch, also es sind trotzdem schöne Figuren.
Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir noch eben zum Speeder, denn so viel gibt es ja eigentlich gar nicht über die Figuren zu sagen. Ich finde die einfach nur sehr schön, seht ihr auch selber. Und dann kommen wir, wie gesagt, zum Speeder. Der sieht so aus, eigentlich nichts Besonderes. Hier vorne so ein kleines Schild, was man so klappen kann. Zwei Waffen. Hier und hier oben bei den Flügeln noch. Und hinten so einen kleinen Antrieb. Ja, mehr gibt es da eigentlich gar nicht so zu sagen. Ich kann das Set auf jeden Fall weiterempfehlen. Finde es sehr schön. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ich werde auf jeden Fall mich an einem Vardos-Mock versuchen, damit ich das gut einbringen kann. Und ja, bis zum nächsten Video und ciao.